So, grüß euch, servus, aber der wieder mal zu einem neuen Video. Mal jetzt bin ich wieder unterwegs mit dem John Deere, mit meinem Hirsch, jawohl, und einem Rückgewand zu einer Mission, zu einer neuen Mission, jawohl. Wir holen wieder Stempel, jawohl, schöne Stempel, ganz seltene, was das für ein Sand, sag ich euch dann auch, ganz seltene Stempel, ganz selten, ja. Edelholz, ja, aber kein Ischen, ja. Also, schaut's, bleibt's gespannt, jetzt geht's wieder auf, jawohl, und danach tue ich den Rückgebung waschen, den John Deere waschen, weil ich schaue raus, wer der Teufel, ja, voller Streck, tue ich waschen, und dann werde ich ein bisschen was zum Rückgebung sagen, weil schon so viel gefragt haben, was ist das für ein Rückgebung, was kann der nicht, und drum, und man denkt, mache ich ein Video über den Rückgebung, was das für einer ist. Ja, eigentlich mache ich solche Videos nicht, weil Produktvorstellung, das ist nicht so meine Sache, ne? Da muss ich auch auswendig lernen. Die Spezifikationen, das ist eigentlich nicht mein Weder. Das sage ich euch ganz ehrlich, wer geht denn euch? Wer kann von euch nicht auswendig lernen? Wer kann es? Schreibt es rein, da mich interessieren. Was da für ein Gesindel unterwegs ist, die wollen nicht auswendig lernen können. Weil ich kann es auch nicht. Also, ich werde euch ein bisschen was dazu, das war mir gerade einfällt, über den Rückgebung aus der Praxis raus, was mir nicht taugt, was mir taugt. Ja, wohl. Aber Werbung mache ich keine für den Rückgebung, kriege ich keinen Cent dafür, aber also Unterrenner. Ja, Unterrenner. Wenn du das Video anschaust, dann lass einmal was springen. Ja, weil schau doch ein paar Leute an, oder? Was sagt ihr? Habt ihr die gleiche Meinung, oder? Kann man doch einmal so sagen. Also, ich hoffe, ihr versteht es mich in der Kabine herum gut. Ich hoffe es. Ne? Wenn nicht, dann ist es so, ich kann auch nichts ändern. Auf alle Fälle schalte ich wieder rein, wenn ich jetzt dort bin am Platz. Wenn wir den Stempel auflegen und dann geht es weiter. Dann seht ihr, was für Stempel sind. Wunderbar, wunderbar. Ne? Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ja, wie gesagt, Rückgebung, waschen, alles waschen, Handys waschen, dunkel, jawohl. Aber bis dahin schalte ich gleich wieder rein, wenn es heißt, auflegen und die Stempel mit Rückgebung und Chantier, mein Hirsch, jawohl.
Fall, so der eine oder andere wird schon gesehen haben, was für Stempel sind. Einmal ein Ahorn und einmal ein Linden. Jawohl, schaut es euch an. Lindenstamm und der Feldahorn. Ja, wunderbare Qualität, fast kein Kern, schöne Jahresringe, gleichmäßige. Splint ist fast sowieso keiner da, oder eh nicht. Aber wunderbare Stempel. Ja. Durchmesser wird vorne ein bisschen mehr, aber ziemlich grob gewachsen. Der Ahorn und der Linden ist auch super. Das ist ein Schnitzerholz. Ne? Schnitzen, schauen wir, was wir mit dem machen. Ob wir den auch schnell am Sägewerk oder vielleicht hat wer Interesse. Ja, vielleicht hat wer Interesse, vielleicht ist ein Schnitzer unter ihm, ein Lindenstamm. Linde. Und das ist ein Ahorn. Und der Ahorn, das wäre ein schöner Lahn. Die Frage ist, welche Lahn? Jetzt habt ihr gefragt, wie dick soll ich da Lahn schneiden? Was ist da die beste, das beste Moos? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein, für den Ahorn Lahn oberschneiden, wie dick. Was würdet ihr sagen, was ist da ideal für deren Ahorn? Welche Dicke von die Lahn? Ja. Sauber. Ja. So, und jetzt lade ich den noch ab, die zwei Stempel, die tue ich her, und dann waschen. Dann nehmen wir waschen. Jawohl. Dann schalte ich wieder rein. Ein Wolke, was sonst? Geht gar nichts weg. Wenn wir schön waschen die Reifen, dass sie wieder schön gelb sind, weil echt die Helden fahren gelbe Felgen. Ne? Jawohl. Wird schon. Das ist total dreckig. Schaut euch die so. Nein, hilft nicht. Schaut euch die Rockkasten an. Ja. Das ist auch schon fast. Da wächst er schon fast. Was drauf da? Da geht er schon fast zu groß auf dran. Ja. Da werde ich noch ein bisschen hin, meine Eiwolke. Da hängt es überall drin, das muss sauber werden, das hilft. Da haben wir gefahren wie der Teufel, ne? Mit einer Rückgewand. Ja, John Deere, 6120M. Top-Gerät. Thank you.
Ja, ich werde noch ein bisschen waschen. Das dauert noch länger. Aber ich verzeihe jetzt ein bisschen was zu den Rückenwagen, weil viele gefragt haben. Also das ist der RW14 vom Unterrheiner. So heißt halt der. Ne? Da gibt es mehrere vom Unterrheiner. Da gibt es RW7, 8, 9, 10, 11, 12 und 16. Und ich habe halt den 40er, das ist der vorletzte Kreis, die sage ich mal. Das gibt es den RW16er noch als Kreisser. Der ist aber nicht so viel Unterschied mehr. So einmal, der hat da so in der Mitte drin zum Beispiel Zentralrohr, der RW16, das habe ich nicht, ich habe da einen Rahmenbau. Mei, kann man sagen, das ist der Büller, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das Zentralrohr hat aber der RW16, weil der mehr Bodenfreiheit nun mal hat. Aber ich habe es jetzt da nicht mehr gebraucht wie das. So, ich habe jetzt den RW14er so, wie er da steht, mit einem Kran drauf, da suche ich da noch was dazu. Ja, was gibt es da nur dazu zum sagen? Ganz einfach hydraulische Deichsel, also Lenkdeichsel. Da oder hier vorne, ja, da haben wir bei der Hydraulik, hat man die zwei Hydraulik zum Anschließen. Und dann kann man die Deichsel da so halt praktisch mit der noch lenken. Das ist ganz praktisch, weil dann kommt man noch in die letzten Ecken vom Hützl rein. Wenn es wirklich mal eng ist, kann man da viel ausgleichen. Also habe ich schon oft gebraucht. Da kann man oben noch steuern, dass sich die dann so entsprechend halt ein bisschen dreht. Mein viel hast du da nicht 22 Grad plus minus. Aber das gelangt. Das gelangt. So, dann Bremsen machen wir natürlich auch. Das ist pneumatisch da gemacht mit Luftdruck. Da kann man da anschließen, kennt ja jeder von euch. Und dann hat man da einen selber bremsten Wagen sozusagen. Das ist auch sehr nützlich, weil wenn man da 10 Tonnen hat und ist ein bisschen rutschig und darf der Wagen nicht selber bremsen, dann schiebt er die irgendwo hin. Da kannst du so einen großen Bulldog von dran haben, das hilft gar nichts. Und so bremst der mit und der nimmt das Gewicht auf und dann ist das eigentlich eine gute Sache. Da die so. So, da vorne ist noch was, was jetzt auch ein Nachteil ist. Und zwar, meiner Meinung nach, dass die Zapfen da herunten ist. Also Zapfen ist herunten drinnen, nicht oben. Da gibt es Rückenwagen, die haben das herummert und dann ist auch das Anhängmal oder die Deichsel da oder weiter unten drinnen, wahrscheinlich mit einer Kugel. Aber da ist die da unten drin. Das kann jetzt sein, dass man das noch dazu nehmen könnte. Habe aber ich jetzt nicht gesehen. Wenn die Zapfen herum war, war das viel einfacher zum Anhängen. So muss man sich da unten aber einbuggeln, das geht auch, aber es war halt viel ergonomisch besser, wenn das herum war. Wenn man das irgendwie herum hat, also wenn die herum war und die Deichsel dann unter der Zapfen hängt war. Ja, das ist auf alle Fälle eine Sache, wo wahrscheinlich besser war. So kann man es natürlich auch machen, weil gut, mit dem Anhängmal ist auch so eine Sache. Ist zum Anhänger und zum Anhänger blöd, weil da brauchst du eigentlich nur einen zweiten Mann zum Anhänger, der wo da den Hebel dann hochtut und so weiter. Da ist manchmal da hinten klemmt, also wenn du da recht tief warst beim Anhänger und du hast Stützen runter, da bringst du den Hebel nicht auf, weil das da drinnen so klemmt. Als wenn es da eine Kugel heißt, also per Kugel eingehängt, dann war das auch einfacher zum Anhängen. Dann kann das da besser loarbeiten. So musst du allebei dann halt beim Anhängen mit den Stützen spülen, musst du das ein bisschen weit rauslassen, dann musst du wieder ein bisschen vier zurückfahren, dass die Deichsel da oder nicht so klemmt, dass du einen Zapfen hochbringst. Also da war eine Kugel wahrscheinlich besser und noch die Zapfen praktisch ober der Deichsel. Oh, das ist jetzt mir aufgefallen, das ist war einfacher. Ansonsten ist da nichts groß drauf, Strom, dass du hinten Strom hast für ja, Lichter und so weiter. Und dann ist nur Strom, der geht um ins Führerhaus rein, da habe ich oben Steckdosen. Das ist für die Fernsteuerung, dass das drum einen Strom hat und dass man die Fernsteuerung praktisch von oben vom Führerhäusl den Ding fernsteuern kann. So, der Kran, der da drauf ist, das ist der 7800. Forestmaster vom Unterrheiner auch. Da gibt es bloß einen, der noch größer ist, das ist der 8200. Da ist aber nicht so viel Unterschied zwischen dem und nur Nummer größer. Die Unterschiede sind eigentlich die markanten. Die Zange ist bei Nummer größer ein bisschen mächtiger noch, aber dann halt auch schwerer. Ja? Weil umso mächtiger, umso schwerer werden die Zangen natürlich. Und bei dem 7800
Planktezang bei der Omis auf alle Fälle. Ja, ich sag mal so, mit 7,7 Meter packst du alles, was 7,7 Meter weg ist, bis dahin packst du das. Alles, was weiter weg ist, wird schwer. Zweimal Teleskop, 1,20 Meter kann man rausfahren mit der Fernbedienung. Da ist der 82,0 die Nummer größer. Ein bisschen länger, also nicht viel, aber 1,50 Meter länger. Also auch nicht groß Vorteil, sag ich mal, weil ja, umso länger, umso weiter das rausgehst, umso weniger Kraft hat er. Und beide haben dann, also der da, der meiner, der war jetzt da oben ist, haben Hubkraft bei maximaler Reichweite 400 Kilo. Also wenn du Vollgas ausfährst mit Teleskop und so weiter, dann packt er noch 400 Kilo. Also da kostet schon noch was herzing. Ich mag es halt dann allweil so, ich fahre ganz aus, da unten runter und dann packe ich den Baum gerade nur am Zipfel und dann zieh ihn rein, die zwei Teleskope und umso weiter, dass du ihn reinbringst in Kran, umso näher zum Rückgewogen hier, umso mehr Kraft kriegt er dann. Ja, genau. Also das sind eigentlich die Sachen, was man da dazu sagen kann. Mei, kostet da eine Steuerung da oben haben. Das ist dann so ein Pult, wo dann da oben ist. Und dann tust du mit den Hebel da steuern. Ich habe jetzt eine Fernbedienung, die ist extra dazu. Die kann man da extra dazu nehmen. Ja, Schwenkradius, mei, 380 Grad, ist klar. Da kannst du einmal komplett umschwenken, macht aber keinen Sinn über den Bulldog drüber. Weil so vertrauen da jetzt auf den Arm auch nicht, weil hat schon oft einmal angerissen und dann ist er am Bulldog. Also, von dem her, was da Vorteile und Nachteile sind, es ist ein bisschen, mei, ist, kann man sehen, wenn man will. Und das war es eigentlich schon zu dem Kran, weil, ja, klar, also du kannst den größeren Kran nicht mehr, der kannst du jetzt da drauf bauen, aber der größere Kran, der ist auch noch schwerer und hat ein Eingewicht und umso mehr Eingewicht, umso weniger hebt dann der Kran schlussendlich auch. Klar, ist der größere Kran hat auch wieder mehr Kraft, aber mehr hebt oder im Endeffekt nicht. Ja, Zange ist auch größer dann, aber gut, das hilft dann im Prinzip auch nicht mehr. Weil du kannst nur so viel heben, wie er packt. Ne? Und wenn du mal die Zange drin hast, dann hat er auch nicht mehr Hubkraft dann. So, das ist das zu den Kran. Da haben wir schon gehabt, dass die Schrauben locker geworden sind. Die Schrauben locker geworden. Da herunten ist eine Mutter drauf, eine selbstsichernde. Und die ist locker geworden. Da haben schon mal zwei rausgeflogen. Dann ist der so am seidenen Faden gehängt und dann haben wir wieder neue Ehe gemacht, aber das ist natürlich, sollte man aber kontrollieren. Also grundsätzlich solche Schrauben alle bei nachziehen, einmal im Jahr, vielleicht nur mit einem Drehmoment, dass man da wirklich weiß, dass das Zeug fest ist, weil sonst verlierst du die wie neu fällt, die reißt die Hydraulikschleich raus, aus der Mordsarbeit. So kannst du die selber mit den Nippel schmieren, ja, sollte man auch machen, steht drin hat. Nach so und so viele Betriebsstunden und so weiter. Mei, mache ich auch so wie mal ehrlich. Ja, zum Rückgewand gibt es jetzt sagen, dass der zusätzliche Runge hat. Das ist nicht standardmäßig. Also das heißt, der hat normal ein Rungenpaar um von vier. Also vier Paare. 1, 2, 3, 4. Und dann ist er ungefähr 4 Meter lang. Ungefähr. Dann schaffst du halt, kannst du halt eine Fixlänge mit 4 Meter fahren. Auf das passt auch dann die Wanne drauf. Ich habe auch praktisch eine Wanne. Das ist so eine Wanne, da kannst du halt geschnallt fahren und Hackschnitzel vielleicht, wenn du willst. Die passt dann auch da sauber drauf. Und dann gibt es aber noch die Zusatzrunge, die kann man hinten ausziehen mit den Hebel. Die kann man ausziehen. Da kannst du dann 5 Meter Fixling legen dann da sauber auf, ansonsten stehen die so weit raus. Also das heißt 5 Meter, wenn man fährt, aber rausziehen. Und dann ist der um ein Rungenpaar noch länger, dann hat man 5 Rungenpaare. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, habe ich eigentlich alle bei ausgezogen. Außer, wenn es halt einmal ist, dann kann man die auch ganz einfach mit dem Kran reinziehen. Also einfach da einen Strichgummi, da einen Strichgummi bunden und dann mit dem Kran praktisch
Griffe Asse gezogen, dann zieht die Asse ganz einfach, muss man gescheit schmieren, und dann wieder Griffe den Strick und reingezogen, dann zieht die Runge wieder rein. Also da muss man nicht mit den Händen umeinander, das kann man mit Gramm machen. Weil Rungen kann man da eine Verlängerung aufmachen, das haben wir schon oft gedacht. Also da oben was drauf, habe ich jetzt nichts drauf, das ist ein Hohl. Kann man oben drauf, vielleicht was rein, also ein Eisen reinstecken, alleweil dann schafft man da nochmal mal so viel, was wären das, 50 cm. Da kann man da schon nochmal mehr drauflegen. Haben wir schon oft gedacht, macht Sinn. Macht auf alle Fall Sinn, weil vorne das Polterschild, oder wie man das drum nennt, das ist auch ein bisschen heichert, also da schon, da oben das sind nur ein bisschen mehr Leinen. Kann man sich überlegen, ob man da echt Rungenverlängerungen macht. Ja, ansonsten, mein 65 kW Schlepper soll da hin. Sagen ist Empfehlung, also es sind ungefähr 90 PS, mein 80 bis 90 PS Schlepper, ich habe jetzt 120 PS Schlepper drauf, ist eigentlich überbewertet, aber mei, ist halt so, kannst du mit einem 80er oder mit einem 90er Schlepper genauso fahren, alles was drunter ist, macht keinen Sinn, und vielleicht ist einmal eine größere Rückgewung angesagt, dann passt der Schlepper auch in den größeren Rückgewung hier, also von dem her passt das für 120er, ist Allrounder, Johnny, 120 PS, also ideal. Und dann, wenn du da mal voll geladen hast mit Eichern bis oben hin, dann schnurrt er auch noch. Ja. Ansonsten Eigengewicht, ja, ein bisschen mehr als 2 Tonnen. Der Kran, 1,5 Tonnen, dann bist du da über 3 bis 4 Tonnen Eigengewicht ist gespannt, was jetzt da ist. 3 bis 4 Tonnen Eigengewicht. Ja, und dann kannst du auflegen, mei, kannst schon 10 Tonnen auflegen, das geht schon. Und dann hast du 15 Tonnen da, was du mal anfährst. Also, da so viel schon, Gott sei Dank ist eine Auflaufbremse noch mit der Luftdruckbremse, weil, wenn du da 15 Tonnen hin tun hast, dann heißt da keine Bremse drin. Sag ich jedes Mal, das ist gut durchdacht, dass der Wagen selber bremst. Ja? Weil, wenn der 15 Tonnen hinten anschwimmen will, dann. Und wie gesagt, ist es so, also ist lettert, der schöpft die alle in den Schlinn. 61,20 schon wieder. Geht halt, ne? Ein Hirsch, der geht halt. Ne? Er fragt nicht, der geht bloß. Also, mir ist nichts mehr reingefallen zum Rückgebogen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle dabei, bewertet es positiv. Abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig. Abonnieren. Glocke aktivieren. Sagt der eine oder andere, sonst gibt's nicht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Servus. Jawohl.